Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei dem Arsch LS19. Wir fahren jetzt Richtung Feld Nummer 44, da ist unser Kalksteuer. Ich habe das letzte Mal schon sehr lange her mal gekalkt und jetzt ist es da stehen geblieben. Ne? Ich habe es nie geschafft, jetzt im Hof zu fahren. Und jetzt brauche ich. Ob das Gerät noch da ist, das weiß ich gar nicht so genau. Kann natürlich auch sein, dass es nicht mehr so ist. Ne? Ja, ansonsten wird die Ernte weitergefahren, ne? Auf Feld 2, Feld 3 und Feld Nummer 15. Faktor ist unterwegs für Feld 36 düngen. Und Feld 23 wird gerade gedüngt. Hier Gras, das wächst gerade schön. Sollte beim nächsten Mal wachsen, wieder erntefähig sein. Ne? Dann wird noch Milch geliefert, sehe ich gerade, an die Molkerei für Butter und Sahne und ja, Joghurt, Quark, ne? Unser Raps, der ist auch noch nicht reif. Das ist, es kann sein, dass jetzt reif ist, aber aktuell glaube ich nicht. Sehr, sehr gestaunt, dass noch die Wachstum früh um 7. 8. kam für unser, da ist der Kalkfeuer, ob da sogar ein, sogar ein Silo für Kalk hingestellt, damit der nicht unnötigerweise quer durchfällt und die ganze Karte fahren musste. Aber das bringt ja nichts, ne? Jetzt wo wir mit Outreif ein bisschen besser klarkommen, werden wir wahrscheinlich auch mit, ich meine gut, kleinen Feldern ist das kein Problem sein, ne? Meine Kalksteuer sind ein bisschen, ja, ich will nicht sagen größer, aber die sind weiß, ne? Die man halt erkennen kann sofort, aha, das ist Kalk. Das sollte Kalk sein. Er hat auch die entsprechende Bereifung, also keine Pflegebereifung. Dünger ist natürlich auch schwer, aber Kalk ist, naja, gut, der Kalk vom Bau ist nicht so schwer, ne? Das ist ja alles loses Zeug. Staubt extrem viel. Kann sein, dass er Kalk für als Dünger ein bisschen mehr Gewicht hat. Ne? Kann ich so nicht beurteilen. Ja, wir haben noch etliche Felder hier, sehe ich so. Ne? Also, da ist auch noch ein Feld. Entschuldigung. Alles für die Bierproduktion. Vielleicht können wir noch eine Mühle bauen, aber das sehe ich auch nicht so. Wenn ich eine Mühle baue, muss ich auch einen Bäcker haben. Wenn ich Bäcker habe, muss ich auch Zucker haben. Ne? Zuckerfabrik könnten wir aber eigentlich schon mal gedanklich schon mal vorwegnehmen. Aber jetzt in der Erntezeit ist es aktuell noch nicht notwendig. Aber wenn wir keine Zeit haben, ne? Wir können ja nicht überall jetzt tanzen. Und dann bin ich froh, wenn wir hier auch so hinkriegen, dass wir vielleicht die Aussaat hinbekommen, also vorbereiten zumindest. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben erstmal früher Sommer, Ende Sommer würde ich dann den Raps auch sehen. Ne? Eine Möglichkeit. Da haben wir auch eine Kalksilo, oder? Groß, einen habe ich da stehen lassen, weil ich Kalk auch nicht herstellen kann. Ne? Den machen wir immer voll. Und dann ist schon mal mit Vorbereiten fertig für Kalken. Weil Kalken können wir erst oder will ich erst, wenn wir ja, wenn wir theoretisch mit der Ernte will. Ne? So, mal gucken mal. Das sind Düngerstreuer. Müsste ja eigentlich auch noch schon da sein, ne? Ja, müsste. Sehe ich aber nicht. Wo ist er? Hingeschickt habe ich den. Der ist bei. Der wollte ich gerade suchen, ne? Geht nicht. Wieso geht das jetzt nicht?
Dann sind wir BGH. Geht dann garantiert wieder los mit maximal CRI. Vermute mal, dass es damit zusammenhängt mit dem ja gut, dann nehmen wir den, ne? Wer zuerst darf, mal zuerst. Kann sein, dass er noch da ist. Lass uns überraschen. Tja. Ja, genau. Die anderen wollen auch noch düngen, ne? Dann machen wir den gleich hier, unseren Hopfen. Das, ein Feld ist hier und ein Feld ist da hinten. Ein Stückchen weiter. Das muss ja auch noch gedüngt werden. So. Löschen. Kurz Generierung. Feld Nummer 6. Ich dürfte eine Runde. Einmal 2. Generierter Kurs. Zurück. Einstellen. Dann muss ich hier den anderen noch suchen hier. Der ist für Feld Nummer 5. Vorgesehen gewesen. Das hatte ich ja gestern vergessen. Genau, gestern in der Folge. Aber es ist ja heute, ne? Für mich ist heute. Und der Arne fährt irgendwo noch garantiert. Aber den haben wir auch noch gleich kriegen für 36, damit da gedüngt werden kann, ne? Und dann können wir uns hier um die anderen Fahrzeuge kümmern. Die Ernte klappt. Und sobald die Ernte klappt, abgeschlossen ist für 15 oder 2, dann kann er auch strohleicht gefahren sein. Ne? Ja, und du bist jetzt hier fertig. Brauchen wir nämlich alle von der Bierproduktion, wird noch nicht reichen. So. Kursgenerierung für 5. Vorgewende 2. Ein Fahrzeug. Und generieren wir ganz kurz und einstellen. So, der andere ist jetzt, der ist von der 23, von der 24 losgefahren. Tja. Da habe ich ja nicht aufgepasst. Das war mein Fehler. Weil, wenn er ausgeklappt ist, dann kommt er ja logischerweise nicht vorbei am Zaun, ne? Sonst wäre er schon da gewesen. Aber das soll nicht weiter stören. Da fahren wir gleich mal selber. Ob das innen drin klappt. Ja. Ist nur mal weg so ein Extrem. Das Flackern. Ungünstig, wenn man nicht erkennen kann, welche Fahrzeug man gerade hat, ne? Ja, das ist der neue Traktor, der Klaas. Ich habe extra mal einen kleinen gekauft zum Düngen. Weil Düngen habe ich uns mal die anderen umgewechselt. Aber die brauche ich aktuell alle für Abfahrer, ne? Muss mal sehen, dass ich wieder noch einen, den anderen den Milchfahrer halt noch nehmen und dann eher Düngen mit Kalk. Also streuen. Obwohl er noch nicht so weit ist, nur immer Stroh fahren, ne? Da wird auch schon traktormäßig eng. Muss ich mal schauen. Muss ich den anderen Verkauf, der verkauft, wegnehmen, den Fendt. Den Deutz habe ich noch und die anderen beiden, die jetzt aktuell Gärresse bekommen. Ah, da habe ich noch einen Traktor, ne? Das eine GTB habe ich noch. Das ist ein Mod. Gute Leistung. Und 36, ist verkehrt gefahren, ne? Da. Fahren wir hier gleich zurück. Die Richtung hier. Da ist aber die 12, Entschuldigung, die 36, Mensch, so.
Dann müssen wir links fahren. Ja, dann haben wir viel Autoreifluft, ne? Immer irgendwann mal unkundig auf der Karte, ne? Man verfährt sie dann vielleicht auch öfters. Oder am Anfang, wenn man komplett die Kurse nicht kennt. Ist zwar bequem, aber hat auch Nachteile, ne? Aber alles alleine fahren, in dem Falle hier, ist nicht mehr wirklich einfach zu viel. Man muss die Arbeit halt delegieren, ne? Also Dinge, die jetzt eine KI übernehmen kann, von Getreide abfahren, zum Feld fahren und so, das muss man dann schon abgeben. Sonst kommt man nicht auf den grünen Zweig und die Zeit rennt einen ja weg, ne? Und das wollen wir ja nicht, die Zeit wegrennt. Wir wollen es ja schaffen. Ganz wichtig ist, dass wir das alles, ja, die Ernte schaffen und dann her die neue Aussaat und diese Erde kriegen zur rechten Zeit, ne? Das soll ja im nächsten Jahr wieder voll klappen, ne? Obwohl ich mit 6 Tagen ganz gut dabei bin, ne? Ich habe mal probiert mit 3 Tagen, nichts so ungut, aber das klappt nicht. Das ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber sobald man zu viel Felder hat, ist es schwierig. Gibt auch noch hinzu. Dass das Wachstum ungünstig verläuft, ne? Ich habe schon mal erlebt, vom Winter zum Frühling, dass über Nacht der Frost weg war, man konnte dann plötzlich düngen, aber auch der Wachstum ging durch, ne? So, dann waren wir so mit das Gras erntereif und ich konnte nichts tun. Dumm gelaufen. Ist mir hier passiert. So. Das läuft. Und heute wollen wir ja nicht arbeiten, das fällt 2 Abfahrer. Hat der Kollege keinen Bock heute oder was? Das ist gerade wo das Feld, wo ich doch kalken will und ein bisschen mehr Arbeit ist, ne? Na, kein Stress, aber mehr, ein bisschen mehr Arbeit. So, da sind wir da. So. Vielleicht kann er nicht berechnen, weil er ungünstig steht, ne? Weiß man nicht. Bei den großen Feldern ist das nicht ganz automatisch, ne? Aber ich habe aktuell keine großen Felder, also überwiegend kleine. Vielleicht muss ich noch ein bisschen expandieren. Nicht so groß. Das bisschen mehr außerhalb der Vielfach gehen, ne? Können wir gleich mal gucken. Radschalt war die 10. Das so ein kleines Feld. So, die 9. Mal gucken, was wir drin haben. An. Gegruppert ja, das leeres Feld brauchen wir nicht kaufen, ne? Und hier für Dorsche verault auch nicht. Das waren Rüben. Das wollen wir mal nicht antun, ne? Was ist das hier? Ein Wachstum. 53. 49. Die 50. Das ist gepflanzt, ne? Nö. Erntereif. Was da drauf? 50? Karotte, ne, Karotte nicht. Und Mais auch nicht. Farbe? Doch nicht. Hafer. 50 könnte man sich gut kaufen, ne? Was kostet das Feld? Das kann man sich kaufen. Da können wir Hafer machen bei Gelegenheit. So. Was ist auf der 49 drauf? Sonnenblumen. Ja. Das kostet. Ich habe noch ein bisschen Geld. 800.000. So, was die 47? Was da drauf? Zuckerrüben, ne?
Ja, das kaufen wir auch, Martin. Habe ich noch Geld? Jups, habe ich noch. Nee, habe ich nicht. Ich bin noch nicht pleite, aber. Da können wir nicht so Hafer ernten, ne? Haben wir eh Langeweile. Das ist gut. Alles noch drei. Na, Kollege. Hast du dich heute verfahren? Gerste. Der hat Geländer da unten. Jo, praktisch, ne? Der war für die 3, ne? Ist ja auch Gerste. Warum fährst du da den Kram rein? Ja, wie gesagt, die wollen immer wenden. Die schlauen Bruder. Und das ist doch mal kleine Felder, gibt es meistens Probleme. Nicht immer, aber meistens. Gut. Wieder. Das läuft ja, ne? Dann könnten wir auf die 15 schon mal abfahren, vorbereiten. Für. Dann fahren wir immer zum Hof zurück. Wir werden mal vorbereiten für, oh, ja, für Stroh, ne? Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Danke für ja alles. Liken, abonnieren, kommentieren. Ja, morgen geht's hier weiter. Der Ernte. Den drei Dreschern. Ja, wenn ihr ein bisschen Geld verdienen würde, könnt ihr einen vierten kaufen jetzt. Aber das haben wir ja nicht, ne? Wir verkaufen geht aktuell nicht, also keine Zeit. Ansonsten, ne? Schauen wir mal, ne? So, tschüss, ciao und bis dann und tschüss. Tschüss.